Ja, Montag ist es und da sind wir wieder mit den Morning News. Letzte Woche war es ja ein bisschen mau, ich glaube. Mittwoch, Donnerstag, Freitag sind sie ausgefallen. Tut mir leid. Ich war in Hamburg und Berlin unterwegs. War eine großartige, aber auch ungleich anstrengendere Woche. Ja, das hat dann auch nochmal meine Entscheidung bekräftigt. Ich werde also 2019 definitiv nicht mehr diese eBay SEO Workshops geben. Das ist am Ende des Tages einfach zu anstrengend. Das haut einen direkt 2 Tage wirklich komplett raus. Ich war dann zu Hause, glaube ich, Samstagnachmittag. Und ganz ehrlich, einen kompletten Samstag und einen kompletten Sonntag war ich tot. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wettermeldung aus der Südwestpfalz, etwas heller, bewölkt und regnerisch. Dann kommen wir mal zu den News. Letzte Woche sind ja die Amazon-Quartalszahlen veröffentlicht worden und ja, die zeigen in einer erschreckenden Deutlichkeit, wie Amazons Strategie aufgeht. Retail-Umsatz, also der eigene Amazon-Retail-Umsatz, stagniert, Wachstum liegt bei ca. 10%. Damit im Übrigen nähert sich Amazon dann immer mehr auch den Wachstumsraten an, die eBay und andere Plattformen ausweisen. 10% ist nicht mehr ganz so viel, wohingegen aber die Werbeeinnahmen extremst in die Höhe geschossen sind. Da hätte man auch, glaube ich, drauf kommen können, zumindest dann, wenn man Christian Otto Kelm aufmerksam gefolgt wäre oder wenn man ihm aufmerksam folgt. Er deutete aufgrund der von ihm kritisierten Änderungen ja schon darauf hin, dass Amazon sich stark auf die eigenen Werbeeinnahmen fokussiert. Und letzte Woche hatte auch ich die neuen Händlerzahlen von Amazon veröffentlicht, in Zusammenarbeit bzw. durch Verwendung auch der Zahlen von Marketplace Pulse.com, die anzeigten, dass das Händlerwachstum sehr, sehr stark ist. Die chinesischen Händler wachsen enorm. Entsprechend zeigt sich das auch in den Amazon-Zahlen. Und zwar ist dort der Marketplace ein enormer Wachstumstreiber. Die Amazon-Gebühreneinnahmen zeigen sich schon recht deutlich, dass sie im letzten Quartal angestiegen sind. Also zusammengefasst bedeutet das, Retail-Umsatz schwächelt. Marketing-Einnahmen sind gestiegen, genauso gut auch wie die Erlöse aus den Provisionen und so weiter. Ja, des Weiteren hat Amazon gemeinsam mit Bstock, einer großen B2B-Liquidationsplattform, eine eigene Unterseite bzw. einen eigenen Vermarktungskanal aufgemacht für Amazon-Retouren. Den dazugehörigen Link findet ihr unterhalb des Videos. Da könnt ihr euch einmal schauen, was Amazon als Bulk so alles anbietet. Das heißt in den wesentlichen Retourenpaletten. Ja, auch eBay hat vergangene Woche ein paar Zahlen veröffentlicht. Zwar noch nicht die Unternehmens-, also die Quartalszahlen, aber immerhin, und das finde ich beachtlich, bei eBay haben wir einen Anstieg der Käufer um 16%, und zwar nahezu aus der Gruppe der Young Value Shopper, das heißt bis 35 Jahre. Und gemeinsam mit eBay Kleinanzeigen belegt eBay 42% aller Online-Shopping-Minuten in Deutschland. Damit ganz klar deutlich vor Wettbewerbern, und das ist denn dann nahezu die Nummer 1. In dieser Pressemitteilung etwas versteckt ist ein Umstand, den einige von euch schon einmal beobachtet hatte und der auch Diskussion in unserer Facebook-Gruppe schon war. Immer mehr von euch beobachten, dass eure eBay-Sofortkaufangebote auch bei eBay-Kleinanzeigen angezeigt werden. Die Regel, wie das funktioniert bzw. wie man steuern kann, dass die eBay-Kleinanzeigen-Seite auch eure Sofortkaufangebote aufnimmt, habe ich noch nicht verstanden. Ich habe einen Blick darauf, habe auch schon bei eBay angefragt, aber noch keine Antwort erhalten. Ja, trotz alledem scheint man hier auch sich ein bisschen näher zu rücken und zu versuchen, die Reichweite von eBay Kleinanzeigen optimaler bespielen zu können. eBay spricht davon, dass man wechselseitig die doppelte Stärke nutzt, und zwar indem in immer stärkerem Maße Angebote von eBay in die Suchergebnisseiten von eBay Kleinanzeigen integriert werden und umgekehrt.
Finde ich eine gute Sache. Ich glaube auch, dass sich das auf Dauer auszahlen wird, denn die Präsenz von eBay ist schon in einem erheblichen Maße da. Wichtig, denke ich mir, ist für euch herauszufinden, wie ihr das gegebenenfalls aktiv incentivieren oder auch aktiv triggern könnt, dass eure Angebote auch über eBay-Kleinanzeigen angezeigt werden. Wenn man jetzt hier noch mal ein bisschen weiterdenkt, ist ja gerade die Lokalität und der lokale direkte Warenaustausch ein signifikantes Merkmal einer Kleinanzeigenplattform. Und schmeißt man hier jetzt noch einmal das demnächst beginnende Fulfillment rein und auch die mit Fiege geschaffenen Möglichkeiten, und das ist ja auch bereits schon zumindest unterm Radar angekündigt, dass man halt auch lokal abhängige Cut-Off-Times und Zustellzeiten spielen möchte, dann ist das eine, denke ich mir, ganz, ganz vernünftige Geschichte, denn auch Zustellzeiten innerhalb weniger Stunden sind durchaus denkbar. Und da im Übrigen eine ganz spannende Sache, die ich am Freitagabend auf dem JTL-Stammtisch von Henrik Lippert gefragt und auch als Antwort bekommen habe. Thema war doch unter anderem das JTL Fulfillment Network. Spannend fand ich, dass es durchaus möglich wäre und auch technisch abbildbar ist, Verbrauchern jetzt schon über das JTL Fulfillment Network eine untertägige Zustellung anzubieten. Es war ein Dresdner Fulfiller dort, der gemeinsam mit dem JTL-Mitarbeiter die Frage beantwortete, sagt er, ja, du als Händler bist ja schon in der Lage, deine Waren bei verschiedenen Fulfillern zu lagern. Und wenn der Fulfiller an ein Kuriernetz angeschlossen ist, kannst du das durchaus über JTL steuern, dass Verbraucher, die in den präferierten Regionen von dir dann sitzen, halt innerhalb von Stunden die Ware auch erhalten. Finde ich eine ganz spannende Geschichte. Und ich glaube ganz ehrlich, dass gerade diejenigen, die einen Online-Shop betreiben unter euch, die halt also eben nicht ausschließlich über Marktplätze ihre Ware betreiben, das als einen USP spielen sollten. Klar ist, es ist teurer. Ich denke aber, das ist auch okay. Wenn der Kunde es wünscht, dass er die Ware innerhalb von 3-4 Stunden bekommt und auch bekommen kann, ist er mit Sicherheit auch in der Lage, hierzu mehr Geld auszugeben. Ich fände es spannend, wenn sich einer von euch mal damit beschäftigen würde und mich mit ins Boot nimmt. Denn mich interessieren hier insbesondere die Kosten seitens der Zusteller, also der Kurierdienste. Die kenne ich in der Tat, weil ich selber in meinem Geschäft die Kurierdienste genutzt habe, sowohl als Empfänger von Waren wie halt auch als Versender. Aber die Leistung der Fulfiller, die würde mich mal interessieren. Ob sie euch da über den Tisch ziehen oder ob sie dort faire Angebote machen, sodass ihr wirklich halt auch Kunden Mehrwert bietend in der Lage seid, den Service anzubieten. Also wer sich damit von euch einmal beschäftigen möchte und dort Informationen für mich hat, ich wäre ganz, ganz dankbar, wenn ich davon etwas bekäme an Informationen. Ja, Etsy eifert nun eBay nach und führt den Badge des Supersellers ein. Das ist ein Pendant zum eBay Powerseller. Das wird jetzt sukzessive ausgerollt und als solcher auch dargestellt. Poh, gut, ist halt in der Tat ein Marketinginstrument, was halt klar die Bedeutung gerade von Händlern auf reinen Händlermarktplätzen hervorhebt. Das macht viel Sinn, ob das sich jemals auf Amazon durchsetzen wird. Wir wissen es nicht und ich glaube es nicht. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es kommen wird. Ja, dann sehr, sehr spannend, der Apex, Rapex Report. Ja, einige Produkte, die gefährlich sind. Ich habe es mal unterhalb des Videos verlinkt. Rapex-Report ist im Grunde genommen ein Alert-System, ein Warnsystem, wenn gefährliche Produkte entdeckt werden. Und da schaut einmal rein, dort ist unter anderem auch eine Kettensägenscheibe. Und schaut euch mal an, wie häufig die
auf welchen Marktplätzen angeboten wird. Wird unter anderem auch auf eBay angeboten. Das ist in meinen Augen auch ganz genau ein Problem, mit dem sich sowohl deutsche Händler wie auch chinesische Händler nicht auseinandersetzen, beziehungsweise wo sie eigentlich auch ihrer Verantwortung nicht gerecht werden und wo auch in meinen Augen die Marktplätze wesentlich schneller und deutlicher reagieren müssten. Ja, wenn wir jetzt auf der einen Seite das Drittland-Handelsproblem hinsichtlich der Umsatzsteuer halbwegs in Griff haben, sie jedenfalls thematisiert haben, denke ich mir, schlummert noch ein wesentlich wichtigeres, eine wesentlich wichtigere Herausforderung im Keller, und das ist die ganze Frage der Produktsicherheit. Jetzt gerade im Hinblick auf das kommende Weihnachtsgeschäft ist es für mich eine riesen Baustelle und es verursacht enorme Bauchschmerzen, wie viel gefährliche Produkte denn dann da tatsächlich auch unterm Weihnachtsbaum liegen können. Wenn wir alle erinnern uns an die Herausforderung, dass Akkus ganze Flugzeuge teilweise zum Absturz bringen, beziehungsweise dass es zu schweren Verletzungen kommt bei dem einen oder anderen Hoverboard, was verwendet wird. Das ist eine Sache, dass halt dort die Gefahren sofort sichtbar sind. Aber wie ist es denn, wenn wir hier von Chemikalien reden, wenn wir von Luftnöten reden, von Babys, die verursacht werden durch Schnuller, die zu klein sind oder die nicht hinreichend Lüftungslöcher haben. Ich glaube, das sind Gefahren, müssen die Marktplätze eine wesentlich bessere Antwort finden. Es ist egal, ob es ein AliExpress ist, da wo halt auch viele von euch B2B einkaufen, Alibaba und denn dann halt auch unsere beiden großen Plattformen, Amazon und eBay. Die Reports sind öffentlich zugänglich. Die Reports, den letzten Report, den ich jetzt mir angeschaut habe, der ist im Übrigen unterhalb des Videos verlinkt, ist vom 26.10. Solche Produkte müssen sofort unverzüglich ausgelistet werden. Und ich glaube, dass sie auch eigentlich nur die Spitze des Eisbergs sind. Wenn ich nach wie vor auf den Marktplätzen gucke, das ist egal, Amazon oder eBay, finde ich dort einen Haufen an Fahrzeugbeleuchtung, denen schlicht und ergreifend das E-Prüfzeichen fehlt. Was hat das jetzt zur Konsequenz? Gerade in der dunklen Jahreszeit, gegen Abend, in der Dämmerung, kommt euch ein Fahrzeug entgegen, was euch übersieht. Hieraus passieren Gefahren, die können Leben kosten. Ich selbst, wenn ich zur Autobahn fahre, morgens früh oder zum Flughafen, muss immer durch ein Stück Wald. Und glaubt mir, wie häufig habe ich dort Hazel mit Wild. Es ist egal, ob es Füchse sind, ob es Rotwild ist oder ob es Wildschweine sind. Und lasst euch doch einmal spontan ausweichen auf die Gegenspur. Und es kommt euch dann noch irgendetwas entgegen. Das sind Gefahren, die sind erheblich. Und hier haben in meinen Augen die Marktplätze noch in keinster Art und Weise eine vernünftige Antwort gefunden. Und da denke ich mir, muss auch die Meldefunktionalität, wenn es sich um gefährliche Produkte handelt, wesentlich durchdachter und einfacher sein. Okidoki, das war's auch mit den Morning News. Ich wünsche euch einen fantastischen Start in die neue Woche. Habt einen unfassbar großartigen Reibach, meinetwegen auch coolen Umsatz. Ja, und lasst euch auf gar keinen Fall stressen durch die Marktplätze, durch eure Lieferanten und auch durch eure Kunden und Mitarbeiter nicht. Also, wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen. Tschüss.